Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns mal wieder eins meiner Lieblingstechnik-Gadgets an, und zwar einen Saugroboter. Das hier ist der Alphawise V10 Max, der günstigste Saugroboter, den ich euch bis jetzt vorgestellt habe, der darüber hinaus aber auch noch die meisten Funktionen verspricht. Angefangen hat ja alles mit dem Xiaomi Mi Robot. Das war wohl so der erste günstige Saugroboter, der eine intelligente Lasernavigation hier bietet. Letztes Jahr gab es dann den S5 von 360, der auch noch speicherbare Grundrisse und No-Go-Areas hat. Und dieses Jahr gibt es in demselben günstigen Preissegment mit dem V10 Max hier von Alphawise auch noch eine Wichfunktion obendrauf. Ob er wirklich so gut ist, was er verspricht und wie er sich mit den anderen Modellen hier vergleichen lässt, das möchte ich euch in diesem Video zeigen. Ich hatte das Modell jetzt ganze 4 Wochen im Einsatz. Viel Spaß! Kurz ein Wort zur Transparenz. Der Saugroboter wurde mir freundlicherweise von Gearbest zur Verfügung gestellt. Einfluss auf den Inhalt des Videos wurde nicht genommen. Ich erzähle hier meine Meinung. Angekommen ist der Roboter in einem verhältnismäßig kompakten Karton mit schlichtem Aufdruck. Alphawise ist die Eigenmarke des chinesischen Online-Händlers Gearbest. Den Produktlink und eventuelle Rabattaktionen findet ihr übrigens unten in der Videobeschreibung. Der Lieferumfang ist ungewöhnlich umfangreich, da es sich hier um ein 2-in-1 Gerät mit Wichfunktion handelt. Neben der Bedienungsanleitung, die schlecht ins Deutsche übersetzt ist, trägt der Saugroboter auch ein CE-Zeichen. Von der Bauart und dem Design ist der V10 Max ja kaum von den anderen bewährten chinesischen Modellen, wie zum Beispiel von Xiaomi oder 360, zu unterscheiden. Das soll aber gar kein Nachteil sein. Ich denke eh mittlerweile, dass die Geräte mehr oder weniger aus derselben Fabrik stammen. Bei einer maximalen Höhe von 10 cm ist man auch hier wesentlich flacher als so manch andere Konkurrenzmodelle, beispielsweise Dyson, was den Vorteil hat, dass er damit auch noch unter die meisten Möbelstücke gelangt. Sogar der Durchmesser ist mit 33 cm nochmal 2 cm kleiner als beispielsweise ein Roborock S50. Macht man den Deckel auf, befindet sich auch hier drunter der Staubbehälter. Mit 400 ml ist er im Mittelfeld von der Größe her einzuordnen. Auf der Unterseite kann der Alphawise V10 Max dann neben der Hauptwalze hier auf 2 Seitenbürsten zurückgreifen, was wirklich auch in dieser Klasse was Besonderes ist. Die Hauptwalze ist eigentlich so aufgebaut wie in allen anderen Modellen und lässt sich schnell auseinanderbauen, reinigen oder neu ersetzen. Die Rolle hier ist jedoch deutlich kleiner als in den Modellen von Xiaomi und 360, die ja eigentlich dasselbe Modul teilen. Deswegen werde ich hier auch nochmal genau auf die Gründlichkeit drauf achten. Alternativ gibt es auch die Möglichkeit, hier ganz auf diese Rolle zu verzichten. Im Lieferumfang befindet sich noch ein Saugschacht. Der Saugschacht hat dann keine rotierenden Teile und damit soll es besonders geeignet für Tierhaare sein. Der Einrichtungsprozess der Software ist simpel. Verwirrend fand ich aber, dass die zugehörige App, die es für Android und iOS gibt, nicht irgendwas mit Alphawise heißt, sondern Laser Robot und der Titel komplett aus chinesischen Schriftzeichen besteht. Lasst euch davon aber nicht verwirren, die Menüsprache ist hinterher wenigstens komplett ins Englische übersetzt. Der WLAN-Empfang ist gut. Einmal verbunden kann man das Gerät von überall durch den Cloud-Zugang steuern und zum Beispiel aus der Ferne einen Saugvorgang starten. Dabei werden zuerst die Randbereiche gereinigt und der Laserscanner beginnt, den Grundriss der Umgebung zu kartografieren. Den Fortschritt kann man dann live in der App einsehen. Danach werden die Innenflächen einzelner Segmente Bahn für Bahn abgearbeitet. Das ist eigentlich nichts Neues, sondern bewährte Praxis. Der SLAM-Algorithmus für die Navigation könnte beim Alphawise V10 Max aber dann doch noch einen Tick intelligenter oder auch weicher arbeiten. Hier hat dann Xiaomi doch noch die Nase vorne. In der Praxis spielt das aber ehrlich gesagt bei so einem hohen Niveau keine große Rolle mehr. Ein anderes Thema ist die Verwaltung der Karten und die Erstellung von No-Go-Areas, aber dazu komme ich dann noch in puncto Software. Ein Vorteil der Lasertechnologie ist vor allen Dingen, dass sie auch bei kompletter Dunkelheit und unter großen Möbelstücken akkurat funktioniert. Hier haben nämlich wesentlich teurere Modelle wie zum Beispiel von Dyson, die auf eine Kamera setzen, noch immer Probleme, was wirklich lächerlich ist. Das Reinigungsergebnis vom V10 Max ist auf einem gewohnt guten Niveau. Trotz der kleineren Bürsteneinheit konnte ich keine Schwächen ausmachen. Feiner Staub oder gröbere Partikel werden zuverlässig aufgenommen. Die 2 Seitenbürsten sorgen sogar dafür, dass noch seltener Dreck auf bereits gereinigte Bereiche geschleudert wird und der Roboter mehr Flexibilität hat, da Ränder und Tischbeine von beiden Seiten gereinigt werden können. Erstaunt hat mich, dass auch der simple Saugschlitzeinsatz, also der ohne eine Bürste, gründliche Ergebnisse erzielt. Das ist vor allem wohl auf die starke Saugkraft von 2000 Pascal zurückzuführen. Für Tierliebhaber also eine gute Nachricht. Trotzdem bevorzuge ich persönlich die Walze, da sie halt mechanisch viel mehr Arbeit abnimmt und dadurch auch Stufe 2 von 3 des Gebläses vollkommen ausreicht, was dem Lärmpegel dann nochmal zugute kommt. Typische Problemzonen meistert der Roboter
mehr oder weniger wie die Konkurrenz auch. Bei langflorigen Teppichen wird in der Regel sogar die Saugleistung automatisch auf Maximum gestellt. Länger sollte euer Teppich an dieser Stelle aber auch nicht mehr werden, sonst könnt ihr das einfach vergessen. Türschwellen bis zu 2 cm gehen, allerdings nicht immer beim ersten Versuch. Und manchmal braucht der Sauger auch echt lange, um dann zu erkennen, dass er hier temporär festsitzt und neu ansetzen müsste. Bei direkter Sonneneinstrahlung kommt es schon mal zu einer Fehlerkennung von Hindernissen, die es eigentlich gar nicht gibt. Ich vermute, dass der Infrarotsensor vorne am Stoßfänger gestört wird. Das habe ich aber auch schon mal mit anderen Saugern gehabt und führt in der Praxis nur zu ein paar mehr Umwegen, aber keinem wirklichen Problem. Die Fallsensoren arbeiten dagegen zuverlässig, das sollte natürlich auch so sein. Um den Roboter vor einem Sturz in die Tiefe zu bewähren, ist ein Saugvorgang beendet, fährt er selbstständig zu seiner Ladestation zurück, die er auch zuverlässig findet. Das würde auch schon vorher geschehen, wenn der Akkustand nämlich beim Reinigen unter 20% fällt, um nachzuladen und danach wieder an der richtigen Stelle weiterzumachen. Der Akku ist mit 4 Zellen und 4300 mAh jedoch so großzügig bemessen, dass die Power eigentlich für über 140 Quadratmeter an einem Stück ausreichen sollte. Als Referenz für meine 80 Quadratmeter Wohnung benötigt er eine gute Stunde. Danach befinden sich noch über 50% Restkapazität im Akku. In der Preisklasse ein wirklich spitzen Wert. Hier wird nämlich ansonsten gerne gespart. Kommen wir an dieser Stelle mal zur Wischfunktion, die ja neben den Software-Features in dieser Preisklasse wirklich etwas Besonderes ist. Dabei kommen wir aber schon zur ersten Einschränkung, und zwar kann man bei diesem Hardware-Design hier nicht wischen und saugen gleichzeitig. Dafür muss man nämlich hier den Staubbehälter rausnehmen und mit dem Wasserbehälter bzw. Reinigungsflüssigkeitsbehälter tauschen. In diesem Reinigungsbehälter hier befindet sich dann eine Wasserpumpe, mit der man also ganz fein, was auch etwas Besonderes ist, den Wasserfluss in der App dann hinterher dosieren kann. Der wird also hier eingefügt. Rastet ein, dann muss man nur noch den Wischmopp, der hier aus so einem Mikrofasertuch besteht, das man mit Klettband einfach hier drauf bringen kann. Da ist auch noch ein Ersatztuch dabei. Einfach hier hinten drunter schieben und dann kann das Ganze auch schon losgehen. Im Wischmodus verhält sich der Roboter eigentlich genauso wie auch beim Saugen. Zuerst werden die Ränder der einzelnen Sektionen und danach Bahn für Bahn die Bereiche abgefahren. Die Steuerung der Flüssigkeitsabgabe ist echt gut. Stufe 2 von 3 lässt auch schon ausreichend viel Wasser auf den Boden. Durch den Wischmopp wird das Gespann aber nun auch wesentlich schwerfälliger. Bereits kleinere Türschwellen können dann schon zu einem echten Problem werden, die er nicht mehr erklingen kann. Das bringt mich auch direkt zu meinem generellen Bedenken an einer Wischfunktion, weshalb ich auch schon in meinen vorigen Reviews gesagt habe, dass ich darauf ganz gut verzichten kann. Denn es gibt hier einfach zwei riesen Nachteile. Man kann diese Wischfunktion nicht so gut automatisieren. Man muss also den Behälter wechseln, der muss immer voll sein, der reicht nicht fürs ganze Haus. Und noch ein Nachteil, das zählt aber auch eigentlich für alle Roboter, ist halt, dass einfach, wer glaubt wirklich, dass er an so einem kleinen Wischmopp hier den ganzen Dreck von der Wohnung aufsammeln kann, dem kann ich ehrlich gesagt auch nicht mehr helfen. Bei so wenig Anpressdruck macht halt so ein Saugroboter weniger sauber, sondern eher den Boden nass, ja. Das heißt also irgendwie, wenn ihr so in der Küche bei uns mal Ketchupflecken auf dem Boden habt oder so, die auch ein bisschen festgetrocknet sind, dann braucht man natürlich nicht zu denken, wenn ein Saugroboter da einmal drüber fährt, dass dann irgendwie alles sauber wäre. Dem ist halt natürlich nicht so, und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, dass das eher nur gut aussieht fürs Gewissen, weil jetzt alles mal nass ist, aber eigentlich von der wirklichen Reinigungsfähigkeit nicht so viel bringt. Ja, machen wir aber einfach mal weiter mit der Software jetzt. Die sogenannte Laser Robot App macht auf den ersten Blick einen wirklich guten Eindruck, da alle gängigen Funktionen vorhanden sind, die man sonst eigentlich nur aus dem Premium-Bereich kennt. Leider ist das aber dann doch hier ein Punkt, an dem der Unterschied zu den Premium-Geräten sichtbar wird. Bis zum Testzeitpunkt war es mir leider nicht möglich, den Zugang auch mit mehreren Personen zu teilen, was schade ist, da man auch nicht mit ein und demselben Konto auf mehreren Geräten eingeloggt sein kann. In der Karte können bis zu 10 Räume, Bereiche oder No-Go-Areas in sogar unterschiedlichen Formen angelegt und individuell benannt werden. Leider wird aber nicht zwischen Sperrzonen fürs Wischen und Saugen unterschieden, was bei Teppichböden wirklich ärgerlich ist. Am allerärgerlichsten ist aber die Tatsache, dass es auch bis zum Testzeitpunkt bei mir nicht möglich war, überhaupt seine mühevoll angelegte Karte irgendwo zu speichern oder zu archivieren. Und dann kann es leider passieren, dass wenn man den Roboter von einem anderen Ort aus startet, als dem, wo er zuletzt halt aufgehört hat, also beispielsweise trägt man ihn einfach in ein anderes Zimmer, dann weiß er nicht mehr, wo er sich in der Map befindet, was auch noch nicht so schlimm wäre. Aber das Problem ist, er fängt jetzt direkt an, eine neue Karte zu erstellen, und damit ist die alte Karte aber mit allen Bereichen und Sperrzonen direkt überschrieben und gelöscht und kann nicht mehr wiederhergestellt werden. Damit ist die Nützlichkeit der Kartografie eigentlich dann doch ziemlich fragwürdig, da man immer ein bisschen Angst hat, dass er irgendwie jetzt die Karte verliert und es mir auch schon ein paar Mal passiert ist und ich deswegen auch keine Lust mehr habe, wieder alle Zimmer neu zu benennen,
einzulernen und halt die No-Go-Areas zentimetergenau zu benennen. In der Praxis ist das bei mir zumindest gar nicht so wild. Es hat sich gezeigt, dass eine hardwareseitige Anpassung seiner Wohnung viel zuverlässiger ist, als zu versuchen, die Schwächen mit Software auszugleichen. In meinen anderen Reviews habe ich ja auch schon gezeigt, dass man vielleicht generell einfach versuchen sollte, seine Wohnung ein wenig zu präparieren, Ladekabel vom Boden zu nehmen und einfach irgendwie alles vielleicht ein bisschen hochstellen. Dann führt das nicht nur dazu, dass es im Alltag auch wesentlich aufgeräumter aussieht, sondern der Sauger auch überall reinigen kann. In dieser Preisklasse bietet der Alphabyte V10 hier auf jeden Fall eine enorm gute Hardware und auch mit der Wichtfunktion sind das auf jeden Fall nette Bonuspunkte. Leider muss man, wie ihr gesehen habt, in der Software dann doch einige Abstriche machen. Ob das jetzt schlimm ist oder nicht, muss man wohl für sich selber ausmachen. Hat man also beispielsweise eine nicht so komplexe Wohnung oder diese einfach gut präpariert, dann ist der Alphabyte auf jeden Fall immer noch eine sehr, sehr gute Empfehlung und ich denke, zu dem Preispunkt gibt es momentan nichts Besseres. Habt ihr allerdings eine komplexe Wohnung oder möchtet aus Prinzip nicht auf zuverlässige No-Go-Areas und speicherbare Grundrisse verzichten, dann ist der Alphawise V10 auf jeden Fall zumindest in der jetzigen Software-Version keine Empfehlung und ich würde mich da bei den dann doch wesentlich teureren Roborock-Modellen von Xiaomi umschauen. Wenn noch Fragen offen sind, dann ab in die Kommentare. Ihr findet in der Videobeschreibung auch nochmal alle Produkte. Tschüss!